Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir schauen uns in diesem Video ein komplett neues Kapitel an und das sind die sogenannten Delegates. Das ist eben der vorletzte Typ, den wir uns aus dem C-Sharp-Typsystem anschauen. Und Delegates sind natürlich genauso Typen wie Klassen, Interfaces und Enumerationen auch. Das heißt, wir definieren sie standardmäßig innerhalb von Namespaces. Und wir schauen uns einfach direkt mal an, wie schaut denn so eine Delegate-Typ-Definition aus. Und wir werden sehen, die ist verdammt kurz. Wenn wir uns das hier anschauen, dann war es das schon. Man wird es kaum glauben. Was sehen wir hier? Nun, wir haben hier eben... wenn man das hier so sieht, eben einen typischen Modifizierer, den wir auch sonst schon bei anderen Typen gesehen haben. Hier sind eben explizit bloß Zugriffsmodifizierer bei Delegates erlaubt. Das heißt, vor dem Schlüsselwort Delegate, was wir eben hier sehen, ist nur Public, Private, Internal oder eben Protected erlaubt. Üblicherweise nimmt man aber, wie auch bei den anderen Typen hier, public. Dann kommt eben besagtes Wort Delegate, das Schlüsselwort. Und was hier hinten folgt, das sieht eigentlich fast aus wie eine Methode. Ist es aber nicht. Wir haben hier trotzdem einen sogenannten Rückgabetypen. Dieses Int ist also ein Rückgabetyp. Wir haben hier trotzdem eine Parameterliste. Und hier in der Mitte sieht man den Bezeichner des Delegates. So. Okay, wenn wir das hier sehen, dann kommt einem vielleicht auch schon fast das in den Sinn, dass Delegates wahrscheinlich sowas Ähnliches wie Funktionszeiger sind und genau das ist auch der Fall. Mit Delegates, die übrigens auch immer Referenztypen sind, das kann man gleich schon mal erwähnen, also Delegate, immer Referenztyp. Diese Delegates referenzieren andere Methoden, wie Funktionszeiger in C auch. Und wir können mit diesen Delegates eben diese Methoden aufrufen, die eben ein Delegate referenziert. Und wie man das macht, das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich schreibe hier direkt drunter einfach mal eine Methode, die ich eben berechne Quadrat nenne. Das macht man halt eben üblicherweise so, indem man den angegebenen Wert multipliziert und hier mache ich mal eine andere Methode, die nenne ich addiere und hier möchte ich eben diese beiden Zahlen addieren. Okay, dann schauen wir mal, wie man das Ganze einsetzt. Wenn ich jetzt einen Delegate erstellen möchte, also hier Funktion mit Zahl, das Ganze nenne ich auch gleich mal, oder ich nenne es Delegate 1, weil wir möchten ja mehrere jetzt im Verlauf hier erstellen. Dann rufe ich einfach, wie bei Klassen auch, mit new den sozusagen Konstruktor von diesem Delegate auf und muss ihm hier jetzt eben eine Methode angeben, die er dieser Delegate referenzieren soll. Und ich setze hier eben berechne Quadrat ein. Und wir sehen jetzt hier eben in diesem Beispiel, dass wir eben hier einfach wieder ein new haben, also wir instanzieren ein neues Objekt. Dann geben wir hier eben den Namen des Delegates an und wir haben ja, wie wir hier oben gesehen haben, bei diesem Delegate keine Klammern, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Und wenn ich hier mal versuche, Klammern zu zeichnen, die unglaublich hässlich sind, wie man gerade sieht.
Wir haben, wie bei anderen Typen eben hier, keine geschweiften Klammern. Sondern, was wir direkt machen, ist hier mit Semikolon abschließen. Und bei einem Konstruktor für einen Delegate muss man eben jetzt hier eine Methode standardmäßig immer angeben, die dieser Delegate eben sozusagen referenzieren soll. Wir sehen hier auch, dass hier, wenn wir diese Methode angeben, üblicherweise sind wir es ja gewohnt, dass wir hier noch runde Klammern hinter den Bezeichner einer Funktion machen, um sie aufzurufen. Und in diesen runden Klammern können wir eben Parameter angeben. Das machen wir hier jetzt explizit nicht. Wir sehen, wir geben hier wirklich bloß den Bezeichner der Methode an, die dieser Delegate referenzieren soll. Und warum geht das jetzt hier eben? Genau da deswegen, weil eben diese Methode berechne Quadrat hier einen Int als Rückgabetypen hat und genau die gleiche Anzahl Parameter, nämlich ein, mit jeweils dem richtigen Typen pro Parameter, eben hier in diesem Fall Int hat. Also die Parameterliste und der Rückgabetyp müssen bei einem Delegate übereinstimmen. Dann können wir eben diese Methode über ein Delegate referenzieren, was wir hier gemacht haben. Dann komme ich schon zum Delegate 2 und versuche das hier mal. Ich möchte diesen Delegate instanzieren und möchte hier mal addiere referenzieren. Und wir sehen jetzt hier in diesem Fall, ah verdammt, das geht nicht. Warum? Das liegt eben daran, dass diese Methode addiere, diese hat zwar den gleichen Rückgabetypen, aber die Parameterliste ist anders. Wenn wir uns die hier anschauen, hier oben haben wir bloß einen Parameter und hier unten haben wir zwei Parameter, das heißt, die stimmen nicht überein und deswegen kann auch dieser Delegate nicht die Methode addiere referenzieren. Das ist wichtig. Warum das so wichtig ist, werden wir übrigens im nächsten Video noch genauer uns anschauen. Im Prinzip geht es um den Aufruf einer Methode über einen Delegate. Und wenn wir uns das jetzt angeschaut haben, zeige ich Ihnen noch eine wunderbare Sache. Wir sehen hier oben schon, dass mein Code-Unterstützungstool eben hier anzeigt, dass ich eigentlich dieses new-Funktion mit Zahl gar nicht brauche. Und das ist vollkommen richtig. Wir können, wie wir hier sehen, einen Delegate komplett erstellen, indem wir einfach bloß den Bezeichner der Methode, die dieser Delegate kapseln soll oder referenzieren soll, eben hier angeben. Wir brauchen nicht new-Funktion mit Zahl. Das wird automatisch vom Compiler erstellt, wenn der Code erzeugt wird. Also das ist auch eine valide Möglichkeit, um einen Delegate zu instanzieren. Und das ist auch die übliche, die man sieht. Also man sieht kaum noch im heutigen Code, dass man eben new Delegate-Typ, Klammer auf, entsprechende Methode, die referenziert werden soll, Klammer zu, im tatsächlichen Leben sieht. Wo das Ganze natürlich nicht geht, ist, wenn ich var hier einsetze. Wenn ich hier sage, berechne Quadrat, dann weiß der Compiler hier in diesem Fall eben nicht, welcher Typ steckt denn jetzt eigentlich hier hinter. Also das Problem liegt quasi hier. Es könnte natürlich auch andere Delegates geben, die genau diesen Rückgabetyp vorgeben und genau diese Parameterliste. Und die gibt es sicher. Das heißt, der Compiler kann hier in diesem Fall hier unten nicht festlegen, ja, ist jetzt berechne Quadrat wirklich vom Typ Funktion mit Zahl? Das geht hier eben sehr wohl, weil ich hier eben den Typen der Variable explizit angegeben habe. Aus diesem Grund weiß eben der Compiler, okay, hier wird ein Delegate vom Typ Funktion mit Zahl erwartet. Deswegen kann ich hier dieses new automatisch an diese Stelle hier eben setzen. Wenn ich hier unten aber var auslöse, dann muss, oder einsetze, dann muss eben diese Zuweisung, die wir hier sehen, Entschuldigung, das wollte ich nicht,
wenn diese Zuweisung hier rechts, die muss eben einen eindeutigen Typen zurückgeben und das wäre hier eben jetzt nicht der Fall. Okay, wir haben uns in diesem Video angesehen, wie wir Delegates definieren und haben gesehen, oh, das geht aber ziemlich kurz. Und wir haben auch gesehen, wie wir Delegates instanziieren. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir Delegates tatsächlich einsetzen, das heißt sie aufrufen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.